Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu einer weiteren A bis Z mit Orianna. Wir stehen ja gerade so im Gebüsch, weil es sein kann, dass der gegnerische Blitzschrank invaden geht. Aber das scheint jetzt gerade nicht der Fall zu sein. Von daher hat sich das auch erledigt und wir gehen auf die Midlane. Orianna ist zu 90% eine Midlane-Lanerin und man kann sie aber auch zu 10%, sage ich mal, als Supporterin spielen. Generell ist sie momentan leicht schwach und wird wirklich von niemandem mehr gespielt, leider. Weil ich finde, sie hat ein einzigartiges Kit und auch ein Kit, was sehr, sehr, sehr cool ist. Es ist ein Mirror-Matchup. Ich muss ebenfalls gegen Orianna ran. Sie hat Barriere, ich habe Ignite. Und wenn man sich die Beschwörerzauber von Orianna mal anschaut, dann nimmt man eigentlich am liebsten Teleport oder Exhaust. Das sind so die Fälle. Exhaust, das ist ähnlich wie bei Talia. Beide profitieren von gutem Positioning. Und sind beide recht statisch. Defensive Champions, die gut umdrehen können. Und gerade weil Orianna eine große Schwäche gegen Assassine hat, ist Exhaust auf ihr auch, denke ich, ein sehr guter Beschwörerzauber. Ich habe jetzt Ignite mit, weil es einfach ein YOLO Normal ist und ich ein paar Kills haben will. Kann man natürlich immer, Ignite kann man immer machen und ihr kennt mich. Ich habe immer Ignite. Ich glaube, ich habe den 1 CS verpasst. How is that even possible? So, ich habe meine Q geskillt. Normalerweise skillt man ganz gerne, um zu traden mit vielen, bei vielen Matchups, die eh zuerst, um sich selber auch ein Schild geben zu können. So. Ich skill auch jetzt ruhig die E. Ja, welchen Minion? Welcher Minion stirbt zuerst? Ich sag der untere, aber ich mach sie so beide. Weil der Tower noch ins Spiel kommt. Der Trade ging auf jeden Fall besser für mich aus. Minions war noch ein bisschen näher in meiner Seite. Sie ist jetzt Level 3 geworden. Ich werde jetzt auch Level 3. Sie hat aber viel besser gefarmt als ich. Holy crap. Ich habe viel verpasst. Ihr wisst, dass ich spiele immer meistens in meinen Abyss-Sets, wenn ich in der Mitte bin, bis zu meinem ersten Bag. Ich glaube, es ist gerade besser, mit Orianna zu pushen, als wie ich es tue, unterm Tower zu farmen, weil sie dadurch die Freiheit hat, mich zu harassen. Und das geht gerade ziemlich eklig für mich aus. Oh shit, den habe ich nicht bekommen. Man mag die Q-Fähigkeit, damit man häufiger sein Q packen kann. Jetzt die Frage, kommt der Sion oder kommt der nicht? Er scheint viel farmen zu wollen gerade. Okay. Diesmal habe ich sie getroffen. Diesmal hat sie mich getroffen. Sie nutzt ihre Barriere nicht und der Cannon Minion hat gefeuert. Ah, das war ein Moment der Ruhe kurz. Das war ein Moment der Ruhe. Hätte sie ihre Barriere benutzt, hätte ich sie abgewartet, Flash Out Attack gemacht, aber dann hätte sie halt auch flashen können. Sie hätte auf jeden Fall nicht sterben müssen. Okay. Und ich habe immer noch meinen Flash. Sie hat wirklich viel besser als ich gefarmt. Zum Glück habe ich jetzt 4 Farm mehr. Das war für mich sehr, sehr, sehr sweet. Also, das war ein Träumchen, wenn man das so sagen kann. Ich hole mir noch einen Trank. Wir gehen auf Chalice. Das ist ein Item, was man noch ganz gerne baut. Das gibt Orianna nochmal so eine kleine Support-Komponente. Denn wir wissen ja, das reworkte Item heilt dann auch nochmal jemanden, das stackt sich auf mit der Passiven und das ist schon mal ganz geil, denn weil man sowieso mit Orianna später die Schilde verteilt, kann man auch noch gleich ein bisschen heilen. Außerdem gibt es Magieresistenz und die Gegner haben auch noch einen AP-Jungler. So müsste ich erstmal zumindest, hoffe ich das,
mehr oder weniger safe sein. So. Okay. Es wird eigentlich ein Duell der Bälle gerade. Ich glaube, ich kann sich schon fast killen jetzt mit der Physik. Are you serious? Oh, sie hat auch noch ihren Flash. Wir haben gerade beide weggeflasht. Jetzt ist sie Level 6. Oh shit. Hätte ich gewusst, dass sie wegflasht, hätte ich natürlich hinterher flashen können. Ihr Ball liegt leider offensiv. Das heißt, wenn ich meinen Ball schmeiße... Thunderlords! Ah, die Cast-Animation war für sie zu lang. Und wieder... Uff. Ich bin so RIP. Shit. Okay, Gameplay no ult. Orianna no Flash Barrier. Das ist auch gut zu wissen. Ich glaube, der Zion kann sie sehr, sehr, sehr einfach jetzt holen. Ich habe genug für meinen Unholy Grail. Die Wave ist... Aha, sie pusht leider jetzt ein bisschen gegen mich. 2 zu 1, so weit, so gut. Okay, kommen wir jetzt mal zu Orianas Fähigkeiten. Ihr habt jetzt schon ein bisschen gesehen, wie sie funktioniert. Die meisten kennen sie auch. Ich meine, League of Legends ist schon ein etwas älteres Spiel. Erstmal bei Orianas Passiven ist es so, dass sie erstmal diesen Ball um sich herum hat. Und außerdem ist es so, dass ihre Auto-Attacks verstärkt sind. Oh, der Zion. Ich komme nicht zu erklären, weil der Zion will jetzt. Okay, ich mache ihn nochmal schneller. Und da hatte sie keine Chance. Ich würde gerne noch eine Wave pushen und dann vielleicht den Blue Buff absahen. Ich hab Magieresistenz. Ich laufe noch, ich laufe noch, ich laufe noch. Jetzt kommt noch das Exhaust. Sie wollen mich, das Schild. Und damit bin ich safe. Wuhuhu, Athens. Das Item hat mich jetzt gerettet. Blitz, no Exhaust. Das auch noch. Schuhe sind jetzt recht wichtig. Ich glaube, ich kann sogar die Magieresistenz-Schuhe bauen. Wobei, ich habe eh nicht genug Geld, von daher... Chillen wir erstmal, was das angeht. Ich bin froh, dass die Gangplank-Ulti nicht kam. Der hätte mich wahrscheinlich killen können, falls er sie abgehabt hat. Die Passive von Orianna ist, dass ihr Auto-Attacks verstärkt sind. Und wenn sie häufige Auto-Attacks auf dasselbe Ziel wird, wird dieses Auto-Attacks immer stärker. Ich glaube, bis zu 4 Mal oder 4 Sekunden. Auf jeden Fall, wenn man sich dann schon auf Level 1 duelliert, oder das macht Orianna's Auto-Attacks wirklich in Duellen stark. Das darf man nicht unterschätzen. So, bisher läuft es erstmal gar nicht so schlecht. Zion macht sich an den Drachen. Der Pink Ward ist safe. Ich will nicht mein ganzes Mana verpulvern, um ehrlich zu sein. Aber wie gesagt, die Auto-Attacks sind stark. Ich benutze nur mein Schild. Ihr seht im Übrigen diesen Kreis um mich herum, wenn ich irgendwo einen Ball habe. Jetzt um... was? Was hasst ihr mich so? Kommt schon!
Schade. Sie hatte die Barriere wieder ab und wir wissen, Barriere kann Ignite ziemlich gut countern. Aber auch umgekehrt, aber in dem Fall hat sie mich gecountert. Und die Elise kommt wieder zu mir mit No Sums. Ne, sie hat nur Barriere eingesetzt. Flash müssten wir dann beide wieder haben. Na, kommt die Elise noch von hinten? Von mir soll sie es machen. Ich bin gewappnet. Ich habe Flash, ich habe mein Schild. War das Duell gewinne ich gerade gegen die andere Ori, aber leider konnte ich sie nicht killen. Ich glaube, ich baue sogar noch ein Abyssal. Ein Pink Ward und das. Ich glaube, ich baue sogar noch ein Abyssal Zepter. Gangplanks Ulti macht auch noch mal ein bisschen AP-Schaden. Guck mal, hat auch ein bisschen AP-Schaden. Blitzcrank's Ulti ebenfalls. Warum eigentlich nicht noch ein bisschen Magieresistenz dazu tun? Eigentlich ist Abyssal sehr untypisch für Orianna, weil sie dann doch mehr ihr Ball mit einem tanky befreundeten Champions im Engage benutzt. Aber in diesem Game wird es auf jeden Fall bringen. Man kann nicht immer hundertprozentig sagen, irgendwie dieses Item ist oder dieser komplette Item-Bild muss gebaut werden, weil es ist natürlich immer alles auch spielabhängig. So, warum feuert der Kuckmao jetzt nicht? Das verstehe ich nicht. Also, da hätte er einiges wegfeuern können. Der Blue Buff kommt gleich. Guys. 10 Sekunden noch. Klettert auch Ulti. Der wird reingehen. Okay. Lieber den Kill als Blue Buff, muss man aber auch ganz klar sagen. Na, trap mich die Ori hier! Die Magieresistenz im Unholy Grail macht es wirklich aus gerade. Sion! Yes! 6-2, Alter! Sie sitten mich und ich stehe 6-2. Irgendwas funktioniert bei denen gerade nicht, aber umso besser für mich. Oh, wie ist das schön, ey. Und wisst ihr was? Die werden mich weiter sitten. Ich hole direkt die Magieresistenz. Ich überlege gerade, ich werde hier 10, 20, 30 hier zu viel Cooldown Reduction haben, deswegen baue ich diese Boots auf, damit ich nicht übers Cap komme. Ich habe ja jetzt schon 30%. Wenn ich da noch ein Stundenglas baue, bin ich schon voll. Also von daher sollte ich nicht zu viel Magieresistenz bauen. Minute 14. Ich fasse mal ganz schnell zusammen. Die Passive sagt, dass Orianna halt mit diesem Ball werkeln kann. Ihre Auto-Attacks werden stärker. Die Q-Fähigkeit ist das hier. Du kannst deinen Ball positionieren und das Ganze macht Damage. Und auch wenn es schon durch etwas durchfliegt, macht es Damage. Der Damage nimmt dann immer ein wenig ab, wenn es schon ein Ziel getroffen hat. Ich weiß nicht, warum die Orianna schon wieder so aggressiv war. Ich hatte das Gefühl, sie ist nicht alleine. Ich glaube sogar, sie war alleine. Der Blitzring hat es leider überlebt. Und ihr seht schon, die Utility von einer Orianna. Die Magieresistenz hat so viel in diesem Spiel gebracht. Ich komme einfach nicht drauf klar. Ich glaube, er will mich ziehen. Was mache ich? Leute, was mache ich? Ich laufe die ganze Zeit hin und her. Ich überlege mir ganz klar, was ich mache.
Und dann hat er sich entschieden, in meinen Ball reinzulaufen. Da seht ihr auch, wie dieser Ball dazu genutzt werden kann, um zu zonen. Und wir kriegen sogar noch einen Tower. Ist das schön. Yeah. Das ist eine der Orianna-Geschichten, die ich mag. Der Ball steht schon da. Der geht so ein bisschen in Vergessenheit und ihr könnt dann einfach von da aus eure Ulti noch casten. Ich weiß nicht, ob sie meine Ulti rausbaiten wollte, ob sie dann doch von ihrem Plan überrascht war, aber das hat sie jetzt gerade nochmal gut zerstört. Jetzt haben wir hier den jetzt haben wir sogar noch einen großen Stab. Es läuft gerade sehr gut, was die Einkäufe angeht. Das hier ist die Q-Fähigkeit, Leute. Ihr könnt von dieser Q zack, die W einsetzen. Die W ist so ein kleiner Schockimpuls. Und dann bleibt noch so ein kleiner Boden liegen. Der Boden verlangsamt Gegner, plus verschnellert die Befreundeten. Ihr könnt es natürlich auch alles auf euch casten. Dann lauft ihr ein bisschen schneller. Das war's eigentlich. Die E-Fähigkeit ist, dass der Ball zu jemandem fliegt oder halt zu dir selbst. Und dann bekommst du Rüstung, Magieresistenz und auch noch einen Schild. Das ist alles gar nicht so krass ultra kompliziert. Ihr macht eure Q irgendwo hin, macht die W für extra Damage und extra Slow. Beziehungsweise ihr hilft euren befreundeten Mitspielern mit einem Schild. Das Wichtige bei Orianna ist einfach nur, das Komplizierteste ist, dass man das so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegt, fürs Ballplacement, wenn man das so nennen kann. Also wie platziere ich meinen Ball, wann gehe ich rein, wie gut kann ich traden. Man muss auch wissen, dass der Ball erstmal seine Zeit braucht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier fighte und dann mache ich meine Q, dann dauert das, dann dauert das. Und manchmal ich verstehe nicht, warum der Jungler kommt und einfach so eine Wave nimmt. Ist der Gangplank hier noch? Der wird wahrscheinlich. Okay, dann sind wir quitt, Sion. Wenn du das so siehst, dann sind wir quitt. Rune und Masteries. Ihr geht im Prinzip auf Standard-AP-Rune. Ihr könnt auf Hybrid-Durchdringung gehen, weil man doch ein bisschen mit Auto-Attacks wirkt. Man kann Rüstung und Magieresistenz pro Level nehmen. Man kann auch Leben und Magieresistenz pro Level nehmen. Das ist eigentlich schon wie man. Wow, jetzt nehme ich hier wieder ein Camp, weil man das als Midlaner so macht. Und jetzt nimmt er sich das hier wieder. Oh mein Gott, ist der toxisch. Der Kokon hittet nicht, ich weiß, Blitzschrank kommt noch. Ich muss das akzeptieren, dass der Sion so ein kleines Sturken ist. Wenn du mit meinem Ball spielst, dann spiele ich auch mit deinem Ball. Denkt ihr, ich krieg den mit. Denkt ihr, ich krieg den Blue Buff? Jetzt werden wir sehen. Okay, wenn er mir den Blue Buff gibt, dann sehen wir, wie stur er wirklich ist. Okay, das ist wirklich kindisch jetzt. Oh, ich liebe das, dass manche Leute es immer wieder schaffen, sich selbst zu bestätigen. Aber okay, wir werden das Spiel gewinnen. Ich werde das mit Ori jetzt hier, ich werde weiter eskalieren und man muss halt einfach mit Randoms spielen. Das ist leider in League of Legends so. Hier ist ein Pink Ward, den kill ich jetzt mal. Orianna weiß, dass ich da bin.
Das ging für die ja mal gar nicht gut aus. Hätte ich mich ein bisschen besser gerettet, als ich gehofft habe. Als ich es gehofft. Okay, mehr geht nicht, Bro. Schade, ich habe gehofft, dass der Klett drin bleibt. Weil ganz ehrlich, er mountet ab, dann mountet er eh wieder auf. Ion ist schon unterwegs. Okay, dann fighten sie jetzt. Ich hole mir den Top Tower währenddessen. Und es hat sich sowas von gelohnt. Auch jetzt gerade eben wieder. Die Magieresistenz in diesem Spiel hat sich so ausgezahlt. Achso, die Ulti von Orianna, ne, die habe ich ja noch gar nicht erklärt, aber eigentlich ist es auch, habt ihr schon gesehen, ihr kennt das, da wo der Ball liegt, zack, um ihn herum entsteht so eine Schockwelle, die die Position zum Mittelpunkt derjenigen umdreht. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklärt habe, aber zum Beispiel, ich habe hier den Ball, wenn hier jemand steht, dann zieht die Ulti ihn hier hin. Wenn jemand hier steht, zieht die Ulti ihn hier hin, also immer quasi zum Mittelpunkt hin. Und wirft die quasi da so drüber. Das ist eine Schockwelle, die zack, boom, alle auch noch zusammenzieht. Und das ist sehr schön in der Wombo-Kombo, gerade mit einem Malphite zusammen. Kann das sehr, sehr, sehr geil abgehen. Bei den Runen habe ich ja schon gesagt, da habt ihr eigentlich Standard-AP drin. Und bei den Masteries habt ihr Thunderlords für besseres Trade-Potenzial 12-18-0. Ihr findet das Ganze aber auch noch in der Beschreibung. Von daher, wie gesagt, Orianna ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Sie braucht halt nur ein bisschen Übung. Sie ist sehr abhängig von ihrem Positioning. Da sie halt auch leicht gegankt wird, sie wird leicht gehookt, da muss man ein bisschen aufpassen. Man kann mit ihr auch noch defensiveren Bild gehen, indem man Stab des Zeitalters startet. Hier sind sie zu fünf versammelt. Jetzt ist die Frage, gehen sie zum Baron, fighten sie weiter. 1-1, das geht ja eigentlich noch. Wahrscheinlich wird der Gangplank auf die Toplane gehen und wenn dem so ist. Nee, der ist noch hier. Irgendwer wird da gleich hingehen. Kog'Maw pusht. Wahrscheinlich gehen sie doch nicht hin. Vielleicht sollte ich pushen. Ich pushe jetzt einfach mal. Kog'Maw hat Druck. Wenn hier jemand herkommt, können sie den Drachen machen. So. Und ich kann den Tower kriegen. Wahrscheinlich kriege ich ihn sogar. Sind alle jetzt unten. Wieder 1-1 getradet, der Tower hier. Wow, wie groß mein Schild inzwischen ist. Ich werde trotzdem den Tower durchziehen. Ich hoffe, es ist nicht zu greedy. Okay, ich müsste zum Ball. So, schnell zum Ball gegangen, damit der Weg nicht so lang ist, damit ich mich besser schilden kann. Den Tower konnte ich jetzt nicht durchziehen. Kog'Maw hat sich wie ein Hero vorgeworfen. Nee! Okay, Kog'Maw, alles gut, ich hab dich. Jetzt brauche ich noch einen Void Staff und einen Rabadons. Oder auch sehr beliebt auf Orianna ist ein Stundenglas. Aber Void Staff brauche ich, oder? Gangplank Squish, ja, Ori geht noch. Ich könnte auch versuchen, Rabadons Sonyas. Mal gucken. Oder halt auch kein Stundenglas. Bisher habe ich es nicht wirklich gebraucht. Und dann dafür halt mehr Damage. Der Ball ist schon mal vorne. Da sind die Fässer. Sion, ich krieg keinen Blue Buff mehr. Es ist echt. Okay, die Shockwave war ein bisschen überflüssig.
Da ist der Kogge! Da ist der Kogge! Ist hier der Blue Buff da? Das wäre mega geil. Nein, leider nicht. Reicht das Signal? Das reicht nicht. Komm, Sion, tu es! Na, geht doch. Na, also, der Sidestep in der letzten Sekunde. Klett kann pushen! Das ist auch gar nicht so schlecht. Puh. Ihr merkt schon, wie wichtig das Positioning von Orianna ist. Und im Disengage ist sie auch ganz akzeptabel. Weil ihr merkt auch, ich kann nicht auf die gegnerische Orianna drauflaufen. Bisher gelingt mir es ganz gut in diesem Spiel. Orianna war mal eine Zeit lang einer meiner coolsten Champions, aber momentan irgendwie in dieser Meta. Sie ist auch schwach gegen Syndra. Syndra ist momentan gerade richtig am Kommen. Die Balls von Syndra gehen einfach weiter und du kannst geäht werden und geone-shottet. Das ist echt ziemlich eklig gegen sie. So, Minions, ich pull euch hier mal zusammen. Farm diese Wave noch ab. Ich bin zu low, als dass ich jetzt pushen kann. Deswegen gehe ich zurück. Hol mir schon mal den nächsten Stab und hoffe, dass ich bald meinen Rabidons habe. Bei Orianna, das mache ich jetzt nicht in diesem Spiel, aber ich habe ja schon öfter mit ihr gespielt. Es ist immer, wobei, manchmal mache ich es schon, es ist immer gut, den Ball vorne zu haben, eigentlich. Selbst wenn ihr noch nicht am Train seid, den Ball schon etwas weiter vorne zu haben. Einfach für den Fall, dass euer Ball dann schneller am Platz ist. Also eigentlich sollte man wirklich den Ball versuchen, immer vor deinem Charakter zu haben. Oder halt eben auf dem ADC oder irgendwas, was ihr schützen wollt, ne? Das ist soweit, so gut. Also, wie gesagt, Syndra und Assassine sind Counter für sie. Die Rune Masteries habt ihr in der Beschreibung. Die Fähigkeiten sind auch klar. Jetzt ist die Frage, können wir dieses Spiel gewinnen? 12-2 sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich wünschte, wir hätten jetzt einen Malphite. Ach, ich habe noch nicht gesagt, dass die E, das ist ja der Ball, der dir dann das Schild gibt. Und die Resistenz, dass er auch Damage macht, wenn er durch etwas fliegt. Ihr seht es jetzt zum Beispiel. Also da kann man auch nochmal kombinieren. Viele denken, es gibt nur ein Schild, aber wenn du vor dem Ball stehst und er zurückkommt, macht er auch nochmal Damage. Wir können eigentlich easy. So, wir können easy Nashor machen. Wenn der Kog'Maw kommt. Die Krabbe erstmal safe, für den Fall, dass die Gegner dann doch mit einer schönen Gangplank-Ulti kommen. Wollen sie jetzt Mitte fighten oder nicht? Ich sollte eigentlich hingehen. Ja, der Sion geht ziemlich aggressiv rein. Ich bin an einem Orb vorbei, also die könnten wissen, dass ich hier bin. Okay, den Gangplank konnte ich noch über den Sion-Klon nehmen. Jetzt das, was ich sage, der Ball schön vorne. Oh! Das war aber greedy von der... Okay, sie hat auch schon ein Maß an Magieresistenz. Das ist direkt spürbar hier, der Kelch. Wow, sie hat direkt zwei Cooler Reduction Items gerusht. Ich würde aber gerne den Blue Buff nehmen. Das sieht machbar aus. Endlich den Blue Buff. Ich könnte sogar noch den Drake Solo machen. Jetzt wird's aber greedy. Der Blitzschrank hat den Orb gekillt.
Ach, die Oriana-Ulti. Ich glaube, den Drake habe ich aber verschenkt, oder? Oh, die Klett-Ulti. Schön schnell. Sion kriegt noch ein Schild von mir. Beide Mannschaften hier mit einem Kog'Maw. Klett ist schon am Pushen. Die Wave ist weit. Ich versuche auch direkt wieder Druck aufzubauen, indem ich hier die Mitte mitnehme. Ihr habt gerade gemerkt, die meisten Kills habe ich jetzt wirklich ein Disengage bekommen. Die Gegner haben den Ball nicht genug respektiert, sind uns hinterher. Ach, beschissen. Okay. Die Supports greift mit Orianna auch immer recht einfach ab. Einfach, indem ihr die Leute schildet. Ich muss den Sion schilden. Oh, schade. Die Shockwave hat's zwar beide erwischt, aber. No! No! Hier war auf jeden Fall gewordet. Sie flasht in mich, ich flash in sie. Ah, ich hätte besser flashen können, war selbst ein bisschen überrascht, dass sie hier. Sie hat Cocoon into Flash. Nicht Flash into Cocoon. Da war ich ein bisschen überrascht. 4000 Geld, Gold, wie ihr es wollt. Damit bin ich Max. Ich bin Max. Hey Leute, I'm Max. Ja, keine Rüstung jetzt, wie gesagt. Ein Stundenglas auch sehr beliebt. Aber jetzt gibt es richtig Schaden. Und wenn ich will, kann ich sogar an Athene's Honor the Grail jetzt auch noch austauschen für ein Morellos im Late Game. Das wäre süß, wenn er mir den lassen würde. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er Sion, na, läuft nicht hin. Okay, das sieht gut aus. Eine Frage an euch, Leute. Unabhängig jetzt von diesem A bis Z, was mir sehr viel Spaß macht und es läuft auch und es ist jetzt eigentlich alles erklärt. Mögt ihr Sucuk? Und fragt mich jetzt nicht, wie ich auf diese Frage komme. Mögt ihr Sucuk, ja oder nein? Und ich habe ein Problem, der Kog'Maw kommt. Oh Gott, ey. Immer wieder diese Angst, die man hat, wenn jemand anderes zu deinem Buff geht. Ihr kennt es wahrscheinlich am meisten. Am coolsten ist es, wenn man mit Freunden zusammen League spielt. Oh, der Klett, der steht gut. Schade. Auch hier wieder Absprache. Ori ist ein sehr guter Champion, wenn es um Absprache geht. Okay. Das Orianna Zoning möge beginnen. Das Orianna Zoning hat funktioniert. Seht ihr den Damage jetzt? Wow. Ich glaube, das ist Game. Ein sehr cooler Champion, wie gesagt, ich mag Ori echt gerne. Ich kann mir auch immer noch vorstellen. Ah, wie gesagt, gegen Syndra ist. Es ist schade. Oh, Flash gegen Flash. Ich kann ihm noch das Schild geben. Hier der Ball wieder vorne platziert, das ist ganz wichtig. Und damit ist das Spiel gewonnen, Leute. Mögt ihr Sucuk? Ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare. Ich kann euch eigentlich auch sagen, wie ich darauf komme, denn ich habe mir ein Sucuk-Baguette bestellt. Und ich wollte einfach fragen, ob das cool ist oder nicht. Deswegen in die Kommentare Sucuk, ja oder nein? Und ansonsten, das war hier Ori mit dem Sion S+. Der Sion, mit dem habe ich mich ja nicht ganz zu vertragen, aber das läuft. Der hat einen guten Job gemacht. Most Damage, das passt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Euer Mr. Mike P. Macht's gut. Haut rein.